Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr während dem Team of the Year einige Coins machen könnt und wir werden auch noch ein, zwei andere Sachen ansprechen. Es ist so ein kleiner Trading Talk, aber eben auch ein ganz klarer und fixer Trading Tipp, den ich euch heute zeigen möchte und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon direkt mit dem ganzen Video und zwar beginnen wir mit der Transferliste. 33 Verkäufe seht ihr. Erstens mal Once-to-Watch-Spieler verkaufen. Im Februar könnten Once-to-Watch-SBCs kommen, wo man Once-to-Watch-Spieler braucht. Die sind alle erheblich gestiegen. Hernandez habe ich damals gekauft für 15.000, jetzt verkauft für 24.250. Da haben wir einen schönen Gewinn von circa 8.000 Münzen gemacht, wenn man die EA-Gebühren abzieht. So, des Weiteren, überteuert verkaufen geht immer noch sehr, sehr gut. Das ist alles eigentlich überteuert verkaufen. Sturridge sogar für 2-3. Der war nämlich, glaube ich, mal bei einer SBC nötig. Und ja, das ist einfach alles ein bisschen überteuert verkaufen. Kruse zum Beispiel habe ich geholt für 800 Münzen. Und ja, dann würde ich euch des Weiteren noch raten, eure MLS-Spieler zu verkaufen. Ihr seht hier, das sind eigentlich fast alles Innenverteidiger. Ich habe jetzt mal die Innenverteidiger aussortiert, weil die natürlich teilweise am meisten wert sind. Also zum Beispiel er hier 2000 Coins. Das ist schon verdammt viel für einen Silber-Innenverteidiger oder er hier 2200. Und ja, da würde ich euch raten, eure MLS-Spieler könnt ihr schon teilweise aussortieren. Ich würde euch aber nicht raten, Spieler zu verkaufen, die nur 200 Münzen oder 250 oder so kosten, sondern dort einfach mal noch warten oder vielleicht die Spieler auch einfach für 500 Münzen anbieten. Also auch hier überteuert verkaufen ist eine Methode, um noch mehr Coins rauszubekommen. Da ist noch ein Spieler aus der Calcio weggegangen, Super League. Also schaut auch gerne immer wieder eure Silberspieler im Verein durch. Geht da die Ligen-SBCs ab. Also schaut ihr in den Verein Silberspieler, Super League, dann zum Beispiel eben MLS, Calcio, Eredivisie, russische Liga, da müsst ihr alle Ligen einfach durchgehen und dann die Silberspieler aus eurem Verein verkaufen. Und dann haben wir hier Arnautovic verkauft, den habe ich mir gekauft, wollte ihn testen, wir haben sogar Gewinn gemacht, den habe ich glaube ich für 86k oder so gesniped und das ist halt ein Mini-Gewinn, ja, aber es ist ein Gewinn. Und ja, dann schauen wir noch weiter, da sehen wir einfach, dass wir ganz, ganz viele Spieler überteuert angeboten haben, die Informs und so, die habe ich auch überteuert angeboten, da ist letztens einer für 17k weggegangen, das war ziemlich nice und ja, sonst ist da nichts Besonderes und jetzt würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Trading-Tipp und zwar, Leute, es sind neue SBCs rausgekommen und bei einer SBC brauchst du einfach seltene Spieler brauchst du da und zwar ist das die 81 Plus Doppelgarantie SBC, welche sehr, sehr nice ist, also da bekommst du zwei 81 Plus Spieler und da braucht man eben 11 seltene Spieler für diese SBC. So, was heißt das? Natürlich, die seltenen Spieler sind jetzt erheblich gestiegen und eigentlich jeder seltene Spieler kostet 1000 Münzen. Wenn wir auf die Kandidatenliste gehen, sehen wir, dass wir beim Erbieten schon ein bisschen Gewinn machen könnten. Also man könnte ja da schon für 800 Münzen bekommen. Wir sehen zweimal da 800 Münzen, da ist schon was da. Also man könnte seltene Spieler für 800 Münzen erbieten und für 1200 circa reinstellen. Die gehen auch für 1200 Mac, das kann ich euch eigentlich versichern. Denn wenn wir mal hier so auf den Transfermarkt schauen, ja, dann geben wir mal ein seltene Spieler. Dann machen wir einfach den hier und zwar 950 und da werden jetzt keine seltenen Spieler direkt kommen und zwar seht ihr das. Direkt mal Non-Rares, da kommt dann vielleicht der ein oder andere, genauso ist es einmal Fake, aber der ist direkt weg und wenn wir da weitergehen, sehen wir, da kommen ganz, ganz wenig seltene Spieler und wenn wir einen sehen, dann ist der immer instant weg. Das heißt 1000 Münzen mindestens ein seltener Spieler. Ihr könnt die aber auch eben für 1200 anbieten, dann habt ihr nochmal 200 Münzen mehr gewinnen und das würde ich euch auch raten, dass ihr die Spieler für 1200, vielleicht auch mal 1300, manchmal aber auch nur 1100 Münzen anbietet. Und ja, wie wir diese Karten jetzt bekommen, das ist jetzt eben die große Frage. Wie gesagt, durch Erbieten, wir könnten sie erbieten. Es würde halbwegs funktionieren, aber es ist nicht das Perfekte eigentlich für diese Trading-Methode. Wenn wir mal reinschauen, Gold 800 Münzen, Bietpreis circa, dann sehen wir, da kommen schon ein paar und da kann man dann auch drauf bieten, so 800 Münzen. Ihr seht, da wird direkt 750 drauf geboten, wenn wir 800 drauf bieten. Stört uns eigentlich keiner, hier stört uns zum Beispiel einer, wir könnten so 850 erbieten. Ja, aber da würden wir natürlich nicht so viel Gewinn machen. Am besten wäre es, wenn wir die wirklich für 700 Münzen bekommen und dazu habe ich euch einen Link reingepackt in die Beschreibung, wo ihr seltene Spieler seht, die einfach günstig sind. Ja, also ratet, schaut einfach dort nach und
ratet nicht, sage ich mal. Schaut einfach auf der Seite nach. Und ja, wir gehen einfach rein mit dem ersten Spieler. Das ist in dem Fall jetzt Agra. Ist halt irgendein seltener Spieler. Aber es geht halt wirklich nur darum, dass der Spieler selten ist. Und was ihr dann macht, ihr sniped diese Spieler tatsächlich. Ja, auch wenn es manchmal ein bisschen dauert, es kommt eigentlich immer instant jemand rein. Und dann bekommt ihr die Karte auch. Denn wer sniped schon den 700er Goldspieler? Und dann stellen wir die einfach rein für 1200 und machen verdammt nochmal 500 Coins Gewinn pro Spieler. EA-Gebühren von 5% muss man abziehen, aber wir machen trotzdem einfach mal circa 500 Münzen pro Spieler. Wenn wir das mit 100 Spielern machen, haben wir 50.000 Münzen. Und 100 Spieler, das ist nicht so viel. Wir löschen jetzt erstmal das alles weg, damit wir jetzt hier schön Spieler draufladen können. Und das ist einfach verdammt easy. Ihr könnt das die ganze Zeit mit demselben Spieler machen. Ihr könnt das aber auch mit verschiedenen Spielern machen. Ich würde euch schon raten, das mit verschiedenen Spielern zu machen. Und einfach, ja, hier snipen und halt hoffen, dass jemand reinkommt. Hier 650 sogar. Also teilweise sogar für 650. Und dann haben wir natürlich 550 Münzen Gewinn. Und die stellen wir dann so für circa 1100 bis 1300 Münzen rein. Und da seht ihr, da kommen ganz, ganz viele rein. Das ist sogar ein sehr, sehr guter Spieler. Kann ich euch direkt empfehlen, denn den gibt es anscheinend auch für 650 Münzen. Was machen wir? Wir stellen die Karten einfach ganz normal rein. Es ist verdammt easy. Und ich würde euch raten, diesen Trading-Tipp anzuwenden. Vor allem eben jetzt, da diese SPC da ist, da man eben diese seltenen Spieler unbedingt braucht und deswegen werden die auch aufgekauft. Das kann ich euch versichern. Wir versuchen noch einen anderen Spieler und zwar nehmen wir jetzt einfach mal Rashika. Ist wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Wir probieren es aber einfach mal. Also gehen wir da mal rein. Der ist wahrscheinlich auch 750 wert. Ja, für 650, du bekommst die halt. Der war 4 Sekunden schon auf dem Markt, aber keiner sucht halt individuell nach Spielern. Alle schauen einfach nur Goldspieler und dann schauen sie weiter. Denn man kann seltene Spieler ja nicht genau herausfiltern. Das ist halt das große Problem, was viele haben. Aber wir machen eben so Gewinn, indem wir die Spieler einzeln rausfiltern. Ich würde sagen, ich zähle euch noch ein paar Spieler auf, mit denen man das machen kann. Und zwar gibt es da zum Beispiel Hurtado, Wilson, Kadamuro, Welton, Amarte, Asare, Martinez, Hubs, Biabiani, Badu, Jefferson, Paulino oder Paulinho, dann Pizarro, Kubo, dann gibt es noch Gradel, Honda, Moses, Shane Long zum Beispiel, Telles, Janschke, Stepaneko, den schauen wir uns gleich direkt nochmal an. Der ist aber, denke ich, dann auch nicht mehr für 650 zu haben. Also ich würde euch eigentlich raten, diese 75er-Spieler zu machen. Genau, der hier ist das. Scheint aber günstig zu sein. Mal schauen für 700. Ja, okay. Okay, das ist halt nice. Das ist halt nice. Da sind halt verdammt viele Karten von dem drauf. Das heißt, da können wir easy einkaufen. Okay, die sind anscheinend irgendwie teilweise schon abgelaufen. Wir aktualisieren nochmal. Ja, wobei, da sind schon noch ein paar da. Ja, doch. Die sind schon alle noch da. Werden aber natürlich teilweise jetzt auch aufgekauft. Also wie wir hier sehen, es ist so mittel. Ja, du bekommst 2 Stück jetzt ungefähr. Und die können wir natürlich auch anbieten wieder. Ich würde euch aber an sich schon raten, eher mit verschiedenen Karten das zu machen. Denn wenn da jemand sieht, dass da 10 gleiche Spieler reinkommen, dann ist er eher unwillig, diese Spieler zu kaufen. Aber das ist an sich der Trading-Tipp, das werden wir auch noch in folgenden Streams und so sehr, sehr oft machen, denn das wird gut funktionieren, da bin ich mir sehr sicher. 2 Spiele haben wir jetzt auch erboten, den Weigel und den Shahin haben wir tatsächlich bekommen. Der Gewinn ist hier natürlich geringer, ja, haben wir für 800 bekommen und nicht für 650 oder 700 Münzen. Deswegen würde ich euch schon empfehlen, die Spieler zu snipen. Okay, Freunde, das war's an sich jetzt auch schon wieder mit dem heutigen Trading-Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Wir schauen jetzt nochmal kurz nach, was wir bei den Tagesaufgaben da so bekommen und wir bekommen ein bronzenes Verträge-Set. Yes, Alter! So, jetzt ist die Frage, sollen wir einfach mal so just for fun ein Pack öffnen? Ich würde sagen, für die, die dran geblieben sind, gibt es jetzt so ein kleines Geschenk und zwar ein 15k-Set öffnen wir und zwar ist das hier, genau. Die restlichen Packs werden wir in Streams öffnen, also dort unbedingt dabei sein. Ich würde sagen, wir öffnen das Ganze in 3, 2, 1. Let's go! Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr vielleicht einen Team auf dir gezogen habt. Wahrscheinlich schreibt jetzt eh jeder rein, oh, ich hab Ronaldo gezogen, nice, ich hab Messi, hallo, Ibim ist eins Messi-Zieher. Ja, wir ziehen sogar Sandro Wagner, den Transferierten. Ich glaube aber nicht, dass der was wert ist, würde mich dezent wundern. Ja, der kostet nichts, aber da er ein seltener Spieler ist, kann man ihn natürlich auch für ein bisschen was verkaufen. Wir speichern alles im Verein und damit bekommen wir noch 3000 Münzen und ja, das war's mit dem Video, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, der Trading-Tipp hat euch gefallen und ich hoffe, er hat euch weitergeholfen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir die in die Kommentare. Ja, falls ihr irgendwelche anderen Methoden wisst oder sonst irgendwie irgendwas in die Kommentare schreiben wollt, was uns allen weiterhelfen könnte, schreibt es einfach rein.
Leute, wir hören uns. Vergesst nicht, die Links in der Beschreibung abzuchecken. Habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.